Der Trainerposten bei Hansa Rostock war in den vergangenen 10 Jahren ein Job mit eher kurzer Halbwertszeit. Seit dem Abstieg in die dritte Liga gab es pro Jahr im Schnitt einen neuen Trainer. Nun also ist es Jens Hertel, der das Projekt Aufstieg in die zweite Liga bewerkstelligen soll. Gestern Abend wurde die Personalie in Rostock unter Dach und Fach gebracht. 19.45 Uhr betritt der neue Coach den Presseraum des Ostseestadions. Kurz zuvor hat der Aufsichtsrat der Verpflichtung zugestimmt. Andersherum musste Hertel nicht lange vom FC Hansa überzeugt werden. Ich bin im Osten groß geworden. Ich kann mit Hansa schon eine Menge anfangen. Es ist ein toller Verein, der, sag ich mal, in der ersten Bundesliga gespielt hat. Jeder im Osten war Hansa-Fan. Und so ging es auch mir. Und von der Seite ist das ganz klar, es ist eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe. Und ich freue mich eben jetzt hier zu sein. Hertel war zuletzt mehr als 4 Jahre Trainer beim 1. FC Magdeburg, hat das Team von der viertklassigen Regionalliga in die zweite Bundesliga geführt. Dahin will auch der FC Hansa. Wir haben jemanden gesucht, der diese Erfahrung auch mit Aufstiegen mitbringt, ja, und diese Konstanz und diese Akribie in der Arbeit hat. Und bei den Gesprächen mit ihm, auch den persönlichen Gesprächen, habe ich halt gemerkt, der brennt enorm. Das Trainerteam wird außerdem um Ronny Thielemann erweitert. Der Ex-Hansa-Profi assistierte Hertel bereits in Magdeburg. Beide bekommen einen Vertrag bis Sommer 2020. Nur 6 Tage nachdem Pavel Dotschev und Sportvorstand Markus Thiele beurlaubt wurden, ist die sportliche Führung des Vereins wieder komplett. Heute sind Trainer und Vorstand ins Trainingslager in die Türkei nachgereist. Wir müssen alle 3 Bereiche, Technik, Taktik und Athletik, im Auge behalten. Belastungen ordentlich steuern, die Spiele gut nutzen und dann zu sehen, wo die Jungs ihre Stärken haben und auch welche Grundordnung für sie am besten passt, um dass wir, sag ich mal, die Stärken jedes Einzelnen am besten nutzen und insgesamt dann eine schlagkräftige Mannschaft formen, die dann in der Rückrunde eben doch ein paar Siege einfährt. Bevor es am 27. Januar in der dritten Fußballliga weitergeht, können sich die Profis in Testspielen dem Trainer empfehlen. Gegner sind die Zweitligisten Aue, Sandhausen und Kiel sowie der Ligakonkurrent Aalen.